Corona, Corona. Unsere Idee ist letztendlich, dass wir im Frühjahr, im ersten Lockdown, die Idee hatten, in unserer Kammermusikabteilung hier an der Musikhochschule in Hannover einen Film zu machen, aus Szenen, die wir alle selbst natürlich zu Hause gedreht haben, hauptsächlich zu Hause gedreht haben oder auch manchmal ein bisschen was draußen gedreht haben. Und uns immer wieder getroffen haben in Zoom-Meetings und überlegt haben, was könnte man machen letztendlich in diesen kleinen Film. Wir wollten dann eben diesen Film auch nutzen, dass das auch eben einem Publikum gezeigt werden kann und wollten dafür ein Format finden, und zwar ein sogenanntes so hybrides Konzertformat, dass man eben Video hat, aber auch Live-Performance. Und das war so unsere Idee, dass wir da jetzt eben den Film so ein bisschen durchbrechen und da so unseren Kommentar auch machen, auch so der Zeit entsprechen, wie wir uns jetzt quasi fühlen, weil es hat sich ja auch verändert im Vergleich zum Frühjahr. Manchmal durchbrechen wir den Film, also da platzen wir einfach rein, die Wände werden verschoben und wir kommen dann rein und interagieren mit dem Film. Manchmal werden wir vom Film unterbrochen, das gibt's auch. Manchmal schauen wir dem auch einfach nur zu, um einfach das mal irgendwie wirken zu lassen. Was war eigentlich damals im Frühjahr? Und führen so das Ganze letztendlich in einem Finale zusammen mit einer Tanzperformance, wo wir so ein bisschen zeigen wollen. Eigentlich letztendlich so das zeigen wollen, was man im Moment nicht machen darf, und zwar Party. Versuchen, das Corona-konform auf der Bühne nachzuspielen. Durch ihr Leben, als würden nur Geld und Sicherheit in Qualitäten geben. Denkst du im Ernst, ich könne Klopapier davor bewahren, ein schönes Leben mit Corona unter die Erde zu fahren? Ich will doch nur, dass wir ein kleines bisschen großflächiger denken und auch anderen Bedürfnissen mehr Aufmerksamkeit denken. Wenn man jetzt normalerweise davon ausgeht, dass wir im Konzert sitzen, da sitzt ein Publikum, wir treten auf, sagen kein Wort, setzen uns hin und spielen. Und verbeugen uns und treten wieder ab, dann ist es natürlich jetzt komplett was anderes und relativ weit davon weg, weil wir trotzdem natürlich in der Konzertatmosphäre sind, wir trotzdem spielen, aber immer wieder Elemente reinbringen, die es total aufbrechen, und wir auch eben szenisch auf der Bühne unterwegs sind. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Ah ja, super. Schön, euch zu sehen. Ja, mal gleichfalls wieder durch auch. Den Computer. Ja. Passiert. Ja, super. Aber war schlimm? Ja, gibst du uns einen Arm, Julia? Okay, mach ich. Es war für uns ungewohnt, auch zur Schau zu spielern. Wir sind ja eigentlich nur gewohnt, unsere Instrumente zu bedienen und einfach die Noten zu spielen. Und das ist ja jetzt eben überhaupt nicht der Fall. Und dass wir eben auch wirklich über die ganze Bühne hinweg uns bewegen und verschiedene Rollen einnehmen. Und das ist natürlich was ganz Neues für uns, aber an sich ist das ja total eine Bereicherung, und ist es ja in unserem Feld auch, geht ja eigentlich auch nicht nur um die Musik, sondern auch einfach um den Ausdruck und um den Inhalt. Und das ist für uns, glaube ich, eine sehr gute Erfahrung.